in der Startreihenfolge hat getroffen. Unsere Lambis als erstes Paar auf die Tanzfläche. Bitte schön. Joachim und Sylvia Lambi aus Düsseldorf, sie tanzen ihre Kühe Mouche. Die Michelkes aus Berlin, Laurenz und Nicole, Impressionen aus der American Bar. We'll be right back.
jetzt das nächste Paar. Als Dritte auf der Fläche Dr. Peter Ingris und Tatjana Drexler, seine Ehefrau. Die beiden tanzen ihre Kühe, die sie kennen, ohne Musikschnitte, Bolero. Also bis dann, wir sehen uns. Come on.
Vorletztes Paar in der Kürrunde. Martina? Florencio Garcia Lopez, Andrea Pfautsch. Und sie tanzen ihre spanische Kür auf spanische Musik. Er ist Spanier, das wissen wir ja inzwischen alle. Und sie können dieses Thema besonders gut vertanzen. Come on!
Ranglisten zweite 1993 in den lateinamerikanischen Tänzen. Michael Hall und Linda Patterson hier als Letzte auf der Fläche bei den Küren der lateinamerikanischen Tänze. Sie tanzen ihre Camina Burana. Nehmen Sie den Endstand, den Tagessieger, jetzt unserer Tabelle. Hier ist das Ergebnis in dem lateinamerikanischen Turnier. Und bleiben Sie dran, es wird spannend, denn 380.000 D-Mark werden heute unter die 12 Paare verteilt. Die Sponsorengelder des Jahres 93. Dann folgt noch die Siegerehrung und das Tanzpaar des Jahres wird gekürt. Ich fasse es nicht. Platz 1. 33 Punkte sind ausgeschrieben gewesen. Sie haben 32 Punkte erhalten. Michael Hall und Linda Patterson. Auf der Treppe die Tagessieger des heutigen Turniers, oder besser gesagt der beiden Turniere, denn es wurden ausgetanzt die Standard- und lateinamerikanische Disziplin. Auf dem dritten Platz in dem Lateinsektor Florencio Garcia Lopez und Andrea Pfautsch, mit auf dieser Stufe dritter Platz in den Standardtänzen Frank und Andrea Knief aus Norderstedt. Den zweiten Platz bei den Lateinern auf der linken Seite, Sie sehen sie, Linda Patterson und Michael Hall, und bei den Standardtänzern Peter Müller und Elke Maibauer aus Mannheim.
Sieger in dieser Sektion der Standardtänze Assis Katjenuri und Andrea Kiefer aus Hamburg und in der lateinamerikanischen Sektion Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber aus Freiburg. Die Paare müssen sich heute, um im Weltbereich mithalten zu können, total auf das Tanzen konzentrieren und das bedeutet Zeit und Zeit ist Geld. Und wir haben es in diesem Jahr geschafft, eine Menge Geld zusammenzubekommen. Ein Scheck, meine Damen und Herren, über 380.000 D-Mark an die Paare des Deutschen Profi-Tanzsportverbandes. Und das ist eine tolle Sache. Dankeschön, Herr Behrensen. Dankeschön, meine Damen und Herren, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Am 30. Januar steigen wir in die neue Serie der Ranglistenturniere, den Behrensen Grand Prix, wieder ein. Auch 1994 sehen Sie bei Vox die besten Professionalpaare Deutschlands. Das Team verabschiedet sich.